Halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Okay, machen wir doch mal. So, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Checkpoint, aber dafür die Energiezelle nicht mehr zur Verfügung. Jedenfalls temporär. Ach Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Meine Fresse. Ja, aber Gott sei Dank richtig reagiert. So, dafür gibt es direkt mal Erfahrungspunkte. Dafür, dass der Typ, der Horntyp hier in die Felswand gerannt ist und sich selbst getötet hat. So, du hast etwas Geister nicht gefunden. Wenn du die Anzeige füllst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Alles klar. Und schon wieder ein Energiesplitter. Alles klar. Okay, dann haben wir jetzt wieder... Wir haben jetzt wieder Energie. Obwohl wir hinten den Checkpoint haben. Das ist ja günstig. So, wir gehen natürlich gucken, wo der hergekommen ist. Aber hier ist nicht wirklich viel zu sehen. Jawohl, haben wir eine Karte? Haben wir jetzt schon eine? Wir haben jetzt schon eine Karte. Mit 13% Waldsenke. Okay, das ist sehr Metroidvania-mäßig. Lass mal gucken. Also ich kann ranzoomen. Okay, das ist schön. Habe ich einen Mauszeiger eigentlich? Ich habe sogar einen Mauszeiger. Leute, ich kann sogar Sachen zeigen. Guck mal, wir sind in der Waldsenke mit 13%. Hier ist unser Checkpoint. Hier drüben ist Ori. Und hier wollte ich gerade darauf hinweisen. Also, das scheint ziemlich abgeschlossen zu sein. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter, aber das haben wir schon mitgekriegt. Okay, alles klar. Ausgezeichnet. Ich bin begeistert. Sehr benutzerfreundlich, dieses Spiel. So, und an, ja, von der Sache her, am Anfang alles relativ zaghaft hier bei mir. So bin ich nun mal. Und im Nachhinein da vielleicht ein wenig rabiater. Wir haben wieder ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Sehr schön. Unser ganz knapp. Unsere Anzeige unten in der Mitte. Unten in der Mitte. Geil. Ich mag das mit dem Mauszeiger. Fast voll. Fast voll, die Anzeige. Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Ich glaube, ich hätte schon vorher ein bisschen mit der Stimmlage runtergehen müssen. Sollen dürfen. Drücke X, um das kleine Licht aufzunehmen. Mache ich. Oh, das war die B-Taste. Entschuldigung, Ori. Bei der Macht von Grayskull. Oder so. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Okay. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Nein. Sei still. Was? Hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Wer ist sie? Ach, die. Okay. Tippe X wiederholt, um die Geisterflamme zu benutzen. Okay. Also wenn ich X wiederholt drücke, kann ich die Viecher besiegen und bekomme Erfahrungspunkte. Dankeschön. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten, erzeuge eine Seelenverbindung. Tippe in der Nähe B an, um die Fähigkeitenpunkte aufzuholen. Achso, Fähigkeiten verteilen nur über den Checkpoint. Dann machen wir das mal. So. Okay. Und jetzt? Achso, jetzt nochmal X, alles klar. So, dann in aller Hektik einfach mal eine Insel von Ruhe hier, indem wir uns den Fähigkeitenbaum angucken. Kann ich den auch mit der... Oh, den kann ich auch mit der Maus. Das ist ja super. Ich wäre begeistert. Also hier sind wir. Start, Erfahrung, bla bla bla, Geisterlichter. Absorbiere noch 47, um einen weiteren Punkt zu erhalten. Aber wir haben ja schon einen. So, und wir haben drei verschlungene Wege hier. Das eine ist Wiedererwecken, ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen, verkürzt die Abklingzeiten. Also das scheint hier sehr seelenverbindungsmäßig zu sein, bringt aber auch Vorteile wie zum Beispiel Wasseratmung. Ermöglicht es Ori, in sauberem Wasser zu atmen. Okay, in sauberem Wasser. Das bedeutet nicht, dass wir in dreckigem Wasser nicht sterben oder sowas. Aber auch Turbosprint. Der gute Turbosprint. So, was haben wir hier? Geistermagnet. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Das klingt schon mal sehr erstrebenswert. Kartenmarkierung lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Auch das ist gut. Das sind so zwei Sachen, die wir sofort haben wollen. Weil einfach, um später auch in den Anfangsbereichen zu wissen, wo man noch hin müsste. Und schließlich so eine Sachen wie Gespür. Ermöglicht es Ori, durch Wände zu sehen, versteckte Bereiche zu finden. Also, okay, alles klar. Also nicht nur mit Zufall hineinstolpern. So, Flammensalve. Ermöglicht es dir, drei Flammen abzuführen. Hier unten scheint eher so der aggressive Weg zu sein. Also wir haben hier der geistige Weg oder der passive Fähigkeitenweg oder beziehungsweise der nicht aggressive Fähigkeitenweg. Dann haben wir hier Erkundung in irgendeiner Form, beziehungsweise in allen Formen.
Geister, wir sind erhöht die Ausbeute bei Geistern. Okay. Und hier unten haben wir das Aggressive des Combat-Gedöns. Alles klar. Ja, und wie gesagt, also meiner Meinung nach erstmal, da werden wir wahrscheinlich ganz viele Leute widersprechen, aber ich werde erstmal das Erkundungsgedöns ein bisschen machen. Zumindest zwei Punkte hier. Vitalitätseffizienz, eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Wir machen erstmal so. Wir machen erstmal dieses. Entscheidung über Entscheidung, jawohl. Und sofort gefällt die Entscheidung, mehr oder weniger. Okay, dann mal wieder raus hier. Ach so, und bevor ich es auch völlig vergesse, hier vom Let's Play Floor her. Ich werde nicht jede Folge einzeln abmoderieren oder irgend sowas. Ich werde nicht jede Folge einzeln abmoderieren oder so, sondern das wird sehr, sehr flüssig übergehen, weil bei Story-LPs finde ich das ein bisschen störend, wenn am Ende und am Anfang sowas kommt, anstatt einfach man später nahtlos das Ganze nacheinander gucken kann. Ist meine Meinung und wurde mir aber auch schon von anderen Leuten bestätigt. Jawohl. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Mach doch nicht ganz so geheimnisvoll, bitte. Okay, der Hohlhain. Zum Hohlhain, lautet unser nächstes Ziel. Super. Neues Ziel, finde den Geisterbaum. Okay, ich glaube, das ist das abschließende Ziel. Oder so. Da hinten, apropos Geisterbaum, hier hinten spannern welche. Da sind, glaube ich, die ein oder anderen Zuschauer, die haben das mitgekriegt, dass wir hier ein Let's Play machen. Okay, wollen wir mal sehen. Drücke Karte, um dir die Karte anzusehen. Mache ich, alles klar. Hier hinten geht es wirklich nicht weiter. Hier haben wir unseren letzten Checkpoint. Ob das jetzt so klug war, da hinten einzusetzen, weiß ich nicht, aber man weiß ja nie, was vor ihm liegt. So, und du leuchtest jetzt. Jetzt kann ich dich beäumeln, alles klar. Und da gibt's direkt mal Erfahrungspunkte und Leben. Das ist schön. Das können wir jetzt alles hauen. Aber müssen wir das alles hauen? Ist das so günstig? Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Gab's hier noch Abzweigungen? Guck mal hier. Hier sieht's irgendwie so aus, als wäre da noch was. Da werden wir gerade nochmal gucken gehen. Und das werdet ihr auch bei mir öfter sehen, dass ich versuche, wenn ich so Geheimnisse erahne oder vermute, dass ich das versuche zu erreichen in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, ich werde nicht auf 100% gehen. Ah, wir können die Dornen kaputt machen. Das ist cool. Das ist cool. Das macht es um einiges einfacher. So. Okay. Dich können wir wieder aktivieren. Auch da gibt es wieder Leben dazu. Sehr schön. So, und jetzt haben wir hier immer noch die Dreckbrühe. Und da oben lurkt was. Kommen aber noch nicht hin. Das sieht schon besser aus. Jawohl. Irgendwas ist da leider gerade im Wasser verschwunden. Absolut keine Ahnung was. An das Ding da oben komme ich nicht ran. Schade eigentlich. Na gut. So, und jetzt geht's ja hier wohl mal eindeutig weiter. Ah, sowohl nach oben als auch nach rechts. Das ist ja cool. Au, der schießt die Sau. So, das heißt, wir können uns jetzt... Na super, wir können uns jetzt direkt schon entscheiden, ob wir nach unten rechts oder nach oben links gehen. Da oben links unser Ziel ist, gehen wir natürlich nach unten. Er gibt ja auch die ein oder anderen Erfahrungspunkte wieder hier. Achso, oh guck mal, jawohl. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganzen Nibel zu reisen. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo wir sind. Jawohl, in Nibel. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kräfte wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Und mit Kräfte meine ich Kraft. Drücke X, um dein Spiel zu speichern, oder Y zum Teleportieren. Teleportieren bringt wahrscheinlich noch nicht viel, deswegen speichern wir erstmal. Ich teste es natürlich trotzdem. Bringt uns Teleportieren was? Es wurde bis jetzt noch keine andere Geisterportale aktiviert. Alles klar, wusste ich doch. Und hier geht's zwar irgendwann wahrscheinlich hoch, aber jetzt noch nicht. Alles klar. Können wir Markierungen hinterlassen? Kartenlegende zwischen Spieler und Ziel wechseln? Sieht nicht so aus. Ich kann mal notgedrungen mal draufdrücken. Nein, da passiert nichts. Okay. Okay, na gut, dann haben wir zumindest unser Spiel gespeichert und können jetzt hier hoch weiter. Ausgezeichnet. Finde ich ja spitzenmäßig. Hä? Und du bist wieder hier? Warum kann man denn Fähigkeitspunkte, Gedöns, mehrmals finden?
Und bringt das was, das mehrmals zu finden? Und was zum Henker ist hier drüben? So, die Dornen kriegen wir leider nicht kaputt. Die sind natürlich im Ursprungs, aber egal. Meine Güte, muss ich das Power meshen? Oder ich kann leider nicht gedrückt halten. Das ist ja, das heißt, ich muss ja wirklich jeden einzelnen Schuss eigenhändig ausführen. Das ist ja total umständlich. Halte RT gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Oh, das kann er von vornherein. Das ist ja cool. Das ist ja richtig toll. Ori, der kräftige Bengel. Was ist Ori eigentlich, außer dass er mal ein Blatt war? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Okay, dazu müsst ihr jetzt erstmal Geistertore finden. Um darüber zu jammern, dass ich nicht genug Schlüsselsteine habe. So, hier kommen wir auch hoch. Ah, hat er wunderschön gezielt, der Penner. So, und wir hätten auch unten drunter durchgekonnt, ne, mit dem Stein hier. Lass mich das mal schnell testen. Wir können den Stein hier bis ranschieben und können dann hier zackig drüber springen. Auch nicht schlecht. Bleibt der Stein jetzt da oder nicht? Aber jetzt kommen wir nämlich nicht, da hoch. Okay. Ist dann doch vielleicht eher ein Rückweg oder so. In der Nähe von Feinden kannst du keine Seelenverbindung machen. Dieses Geistertor blockiert unser Weg. Aha. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Okay. Und wie viele brauchen wir da? Sieht mir ziemlich nach 3 aus. Drücke X, um dieses Geistertor zu öffnen. Geht ja eh nicht. Wir können aber zumindest in der zwei. Unten links und unten rechts. Okay. Dann halt einfach nochmal oben lang. Hallo, du bist ja wieder da. Das ist ja super. Au. Mann. Ich verliere ständig Flüchtigkeitsleben. Aber so ist das nun mal. Wir haben ja nicht umsonst mehr als einen Lebenspunkt, also können wir auch ein bisschen, ausgezeichnet, ein bisschen damit arbeiten. Wir müssen nicht perfekt durchkommen. Habe ich übrigens auch nicht vor. Also, wenn ich Leben verliere, dann ist das total schade, aber mir völlig Wumpe. Ich bin kein Perfektionist. Okay, Geistertor geöffnet. Nicht übermütig werden. Mit dem Schießen ist jetzt wieder irgendwie sowas, worauf ich eigentlich... Oh, toll. Persönlich hätte verzichten können. An sich. Oh, ein Wegweiser. Oh, cool. Geisterhöhle? Hohlhain. Schwarzwurzelgänge. Gut, da kommen wir her. Der Typ da oben geht mir auf die Eier. Aber naja. Müssen wir in die Geisterhöhle? Ich habe keine Ahnung. Wir sollen in Hohlhain, ne? Ist was Optionales. Warum nicht? Oh, der hat mich gar nicht getroffen. Ach schön, das ist überhaupt kein langer Weg oder sowas. Der hätte mich doch eigentlich gar nicht getroffen. Und dann macht er hier voll den Ground Slam, ja? Halt, stopp, guck mal hier. Diese verdammten Leben, die Dinger sind ja da. Ist Fähigkeitspunkte erhalten. Das ist ja toll, das kannst du ja voll farben und so. So, dann werden wir wohl demnächst mal einen Checkpoint setzen. Am besten, bevor es da haarig wird. Ach, guck mal, die Geistersteine müssen wir auch wieder sammeln. Ach, ich ahne, was hier der Fall ist. Ich muss den ganzen Plunder direkt nochmal machen. Der Checkpoint ist wirklich für den Speicherstand gedacht. Das heißt, was wir verkacken, müssen wir echt nochmal machen. Das ist nicht einfach eine Art glorifizierter Teleporter. Das ist gut zu wissen. Und macht die Checkpoints auf jeden Fall ein wenig sinnvoller und wichtiger. So, das heißt aber auch, wenn wir das wirklich mehrmals machen müssen und das aber sehr unspannend ist, in irgendeiner Form, weil ich mich einfach nur blöd angestellt und dadurch verkackt habe, dann werde ich das natürlich abkürzen. Wenn ich es nicht überquatscht bekomme. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, lass mich raten, das ist ein Geisterportal, ne? So, na dann, wo sind wir gerade gewesen? Am besten, wir setzen hier direkt mal ein Checkpoint. Können wir auch mal den zweiten ersehnten Skill freischalten hier. Und zwar lässt die meisten einsame Warengegenstände auf der Karte erscheinen. Sehr gut.
So, lass mich das mal ansehen. Ah ja, gucke an. Nicht da, wo ich vermutet hatte, sondern ein wenig weiter drüben, aber wo hat es denn hier jetzt dran gemangelt? Einfach nur wegen der Brühe, ne? Nehme ich mal an, dass wir in die Brühe irgendwann rein später tauchen müssen und können. Ich finde das gut, dass wenn man drüber ist, sowohl den Abschnitt sieht, was das ist, die Gegend, als auch... Ach siehste, guck mal hier, hier ist auch noch was. Als auch wie viel Prozent da abgeschlossen sind, finde ich super. Okay, na dann, Checkpoint gesetzt. Dann können die jetzt kommen hier. Jawohl. In your face. Aber wie gesagt, wahrscheinlich müssen wir noch gar nicht hier lang. Geisterhöhle, Höhle. Ich höre was. Achso, siehste. Muss ich echt drauf gucken. Also das lila Gelumpe, das können wir anscheinend alles kaputt machen. So, dich brauchen wir nicht. Weil wir sind voller Energie. Okay, dich hier oben auch nicht für den Fähigkeitspunkt. Also, das ist so eine Sache. Das ist so eine Sache, dass die Sachen, die Erfahrungspunkte geben, auch gleichzeitig Leben geben. Da musst du ein bisschen wirtschaften. Ne? Nimmst du die mit, weil du die Fähigkeitspunkte haben willst? Oder lässt du die drüber, um später wieder Leben dir holen zu können? Also die Sache, ne? Und anscheinend geben aber auch nicht alle von diesen Dingern Leben und Fähigkeitspunkte. Interessant. Interessant. So, hier verzweigt sich das alles ganz fürchterlich. Muss ich ja sagen. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist eine niedrige Höhlendecke. Da kann er mit seinem Beschuss hier uns nicht wirklich erreichen. Oh, was haben wir denn da? Ori, dies ist ein Kartenstein, eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nebel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Wen? Den Nebel? Wald? Wahrscheinlich eher die Karte. Drücke X, um das Kartensteinfragment einzufügen. Welches? Wir haben noch keins. Hier liegt auf jeden Fall ein Stück Schlüsselstein. Super. Schlüsselstein, Kartenstein. So, unglaublich, was wir hier schon wieder alles sammeln dürfen. So, die Seelenverbindung ist bereit. Ausgezeichnet. Wir könnten einen weiteren Checkpoint setzen. Was eigentlich ganz geil wäre. Wie weit müsste man jetzt zurück? Nicht wirklich weit. Das Problem ist, wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Strecke, sondern auch um den spielerischen Fortschritt, den wir erzielt haben. Bisher. Also von daher immer schön Checkpoint setzen. Es ist eine gute... ist eine interessante Sache, dass das Checkpoint setzen halt einen Cooldown hat, muss ich sagen. Also da kann man sich das schön so ein bisschen einteilen. Und dass das Zeug rangezoomt kommt, ranmagnetisiert kommt, finde ich sowieso super. Naja, ein Hoch auf die Erfahrungspunkte. Ein Hoch auf die Erfahrungsskillpunkte. So, da oben ist die Tür. Jetzt haben wir alles schön angezeigt. Finde ich total praktisch. Hier, da ist es. Da ist unser weiteres Kartenstück, was wir brauchen. Ist oben. Aber jetzt kommen wir gerade nicht mehr hoch. Das ist ja doof. Komme ich hier echt nicht mehr hoch? Komme ich echt nicht mehr hoch. Scheiße, muss ich erstmal runter. Na gut. Oh, ah Gott, das war ein bisschen fast ein bisschen zu weit. Ah, meine Güte. Aber was willst du machen? So. Das sieht mir sehr danach aus, als müssten wir demnächst Wandlauf lernen. Wollen können. Zumindest Wandrutschen geht schon. Aber auch ziemlich schnell. Man rutscht noch ziemlich schnell. Sehr unkontrolliert. Die Seelenverbindung ist schon wieder bereit. Meine Güte, du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Es geht ja Schlag auf Schlag hier. So, aber ist das eine gute Zeit, um hier unten einen Checkpoint zu setzen? Weiß ich nicht. Ich mach mal. Ich mach mal, ob wir was können. Wir sind vorsichtig. Wir sind noch ein junger Ori. Deswegen ist das wahrscheinlich sehr viel besser. Oh, was ist denn hier los? Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Ich hab jetzt wieder ein Stück Story erzählt. Ein Stück Story über Ori.
Ori and the Blind Forest, jawohl. Ja, Ori, hast du das genutzt? Ori and the Blind Forest? Wenn nicht, war das totales verschenkte Potenzial. Also, Entschuldigung. Als sie verwüstete und tötete. Wer ist sie? Ich will es nicht wissen. Ehrlich gesagt, ich will es nicht wissen, wer die sie ist. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unseren Feinden angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Phil oder Phil? Wahrscheinlich Phil, weil es ist nicht Doppel-L. Jawohl. Der Geist von Phil. Phil. Drücke X, um das Licht zu absorbieren. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit nutzen zu können, musst du dich unter Verwendung von großer Lehrerkreis, wahrscheinlich ein Stick, zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran nach oben zu springen. Das klingt gut. Vor allen Dingen sehr hilfreich jetzt hier in dem Moment. So, und hier haben wir unten übrigens sauberes, klares Wasser. Fällt mir gerade so auf. So, und hier geht's direkt mal nach links, um Zeug einzusammeln. Du hast eine Energiezelle gefunden, jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Jawohl. Jetzt haben wir zwei maximale Energiezellen. Das heißt, eine haben wir immer für einen Checkpoint da. Ich habe jetzt noch nicht ganz rausgefunden, oder vielleicht haben wir auch noch nichts dazu, wie wir Energie sonst wie nutzen können. Wir könnten jetzt beispielsweise auch relativ sicher zweimal nacheinander einen Checkpoint setzen. Was ja noch viel geiler ist. Ori hier, guck dir das mal an. Wie ein junger Gott hüpft er durch die Gegend. Ist er wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, was Ori ist, aber er ist wahrscheinlich zu doof, um Dorn zu sehen. Nee, Entschuldigung, das war ich nicht, Ori. So, hier ist unser Checkpoint. Wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt drüber, verdammt nochmal. Ist mir gerade so aufgefallen. So, brauchen wir Vitalitätseffizienz. Die eingesammelte wird effizienter, verdoppelt sich. Das ist jetzt nicht unbedingt die maximale Lebensenergie, deswegen... Flammenseife ermöglicht es dir, drei Flammen abzufallen, bevor du nachladen musst. Sind das die Dinger, die wir jetzt gerade abfeuern? Wie viel feuern waren jetzt ab? Ist auch nicht mehr, nicht weniger als einer oder zwei. Stichflammenbrand. Vergrößert den Radius, erhöht den Schaden der Stichflammen. Streuflamme. Ermöglicht es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen. Ist schon alles sehr nützlich. Wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Oh, bisher können wir anscheinend noch gar nicht mehrere Checkpoints setzen. Interessant. Neu formieren. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Okay. War auch anscheinend bisher nicht der Fall. Habe ich nicht drauf geachtet. So, halbiert die Kosten der Stichflamme. Luftsprung ermöglicht es, Ori den Sprint auch in der Luft zu nutzen. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Ich nehme an, das ist hier eher was für Energiegedöns. Da wir hier jetzt erstmal soweit alles haben. Ultra-Geistermagnet, das ist ja schrecklich. Ultra. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Fähigkeitsmarkierung. Ich gucke mir jetzt gerade mal so ein bisschen durch, um zu wissen, wie was wo hier als nächstes kommt. Ich glaube, ich mache erstmal die Flammensalbe. Einfach um noch ein bisschen, um auch immer ein bisschen proaktiv agieren zu können. So, jetzt will ich mal gucken. Also es ist doch bestimmt die Geisterflamme hier, ne? Denke ich mal. Ich denke schon. Also auf jeden Fall können wir jetzt drei von was auch immer. Wird schon helfen.